Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Beyond Two Souls. In der letzten Folge haben wir sehr, sehr viel erfahren, was in diesem Dorf vor sich geht, und wir wissen, dass wir jetzt sehr, sehr schnell handeln müssen. Wir müssen ein Ritual vorbereiten, und deswegen werden wir nicht lange trödeln, sondern das Spiel fortsetzen und schauen, was jetzt auf uns wartet. Wir müssen irgendwie dieses Ritual vorbereiten, und die alte Dame wird uns dann helfen und Ritualgesänge durchführen. Okay, wir müssen also erstmal dieses. Ein Feuer. Ein Feuer. Ich muss ein Feuer anzünden vor dem okay. Haus. Okay. Alles klar, ich muss noch ganz kurz. Einen kleinen Moment. Okay, das war das Pochen. Er nagelt die Fenster zu. Alles klar, ein Feuer. Das heißt, wir brauchen das Holz. Gut. Dann gehen wir ein Stück weg. Okay. Hier. Okay, was zum Anzünden fürs Feuer? Der wird sich auch fragen, was wir hier tun. Alles klar, das hier. Gut, wir müssen uns beeilen. Komm schon, ein bisschen schneller, Jody. Haben wir Feuer? Haben wir. Gut. Super. Vertrau mir! Ich weiß, was ich tue! Sofort alle rein! Der Sturm wird gleich hier sein! Lass ihn machen, Jay! Shimasani! Du kannst reden? Ein Schluck, Jody! Du brauchst doch einen Stock, um die Symbole zu zeichnen! Alles klar. Hier sind Stöcke. Die hier. Ein Kreis. Gut. Wir brauchen dieses hier. Nein, das war das Falsche! Oh, verdammt! Nein, 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 nein! Nein, nein, Jody, nein! Das war der Falsche! Nein! Nein! Ich weiß! Es tut mir leid. Es war die falsche Taste. Dieses hier. Oh, ich dachte mir, ich werde verrückt. Genau. Es tut mir leid, Jody. Ich muss überleben durch jeder der Medizinmänner stand. Nee, sie standen genau dort, wo die Spuren den Kreis berühren. Ja. Das ist genau richtig. Genau. Das ist gut. Wir sind nur zu viert. Und fünf Talisman. Uns fehlt die fünfte Seele zum Abschluss des Rituals. Einen. Das ist Wahnsinn, Jody. Wenn wir nicht sofort reingehen, gehen wir noch alle drauf. Einen. Einen. Warte, uns fehlt noch eine Seele. Einen, komm, das machst du. Komm schon. Komm schon! Auf geht's! Gleich haben wir es geschafft! Komm nochmal! Das ist gut. Du hast es geschafft, Aiden. Du hast es geschafft. Sehr gut, Aiden. Oh nein, die alte Dame liegt außerhalb des Rollstuhls. Thank you.
Jody. Okay. Ich hoffe, sie ist nicht wirklich tot. Kein weißer Mann war je an dem Platz, zu dem ich dich führe. Mein Volk begräbt seine Toten hier schon seit vielen Hunderten von Jahren. Für uns ist es geweihtes Land. Okay, da darf natürlich ein Weißer normalerweise nicht hin. Kann ich natürlich auch irgendwo verstehen. Dementsprechend ist es wohl gerade unangebracht zu galoppieren, denn diese Funktion gibt es hier im Moment gerade nicht. Wir haben die Decke der alten Frau dabei. Ich gehe davon aus, dass sie tatsächlich gestorben ist. Und er bringt uns ja jetzt zu diesem Platz. Ich denke, wir dürfen jetzt ein Totenritual beiwohnen. Vermute ich. Hier wartet auch schon ein Pferd. Wie weit ist es denn noch? Okay. Okay, wir steigen ab. Alles ist gut, ruhig. Okay. Warte mal, haben wir die Decke mit dabei? Sie geht sehr vorsichtig mit ihr um. Sie weiß, was diese Decke bedeutet. Oh, wow. Kein Wunder, dass sie hier die Menschen normalerweise nicht hierhin führen. So Ritualstätten sind schon etwas Schönes. Dort vorne warten sie auch schon. Ah, okay. Sie graben sie also auch wirklich ein. Sie werden hier wohl nicht verbrannt, sondern eingegraben. Oh nein, sind sie beide gestorben? Hätten wir Paul vielleicht doch noch retten können? Das tut mir leid. Das sind die Knochen eurer Vorfahren. Ich bin sicher, sie wollten, dass man sie bei ihrem eigenen Volk begräbt. Das ist schön, Jody. Das ist super. Ich fürchte, wir hätten Paul retten können, wenn wir ihm sofort geholfen hätten. Deine Schuld. Mein Vater ist bei Shimasani und bei seinen Vorfahren. Er ist glücklich, wo er ist. Tut mir leid, Jody. Das Naheliegendste ist meistens nicht das, was man als erstes versucht. Ich denke, es ist nicht angebracht, hier mit Aiden etwas zu machen. Wir sollten zurückgehen. Ich weiß nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir hier noch etwas machen können. Moment. Wir sollten uns hier vielleicht doch nochmal umsehen. Umsonst hatten wir diese Erscheinung jetzt nicht. Ich glaube, er möchte uns etwas zeigen. Jody, das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Vielleicht kannst du dadurch wenigstens irgendwie eine Kleinigkeit doch nochmal gut machen.
Entschuldige, wir versuchen es nochmal. Okay. Und hoch. Das schaffst du. Okay. Was sind das für Zeichnungen? Das ist wie bei dir. Das ist wie bei Jody, ein Wesen, das mit einem Menschen oder was auch immer das darstellen sollte, verknüpft ist. Okay, das wird ganz schön gruselig. Dein Entschluss steht also fest? Du verlässt uns? Es gibt Dinge, um die ich mich kümmern muss. Dinge aus meiner Vergangenheit. Und ich glaube, ich bin jetzt bereit dafür. Du hast viel für uns getan, Jody. Für uns und für unseren ganzen Stamm. Wenn du nicht findest, was du suchst, komm wieder her. Gerne. Du hast hier immer ein Zuhause. Ich werde dich vermissen. Ich dich auch. Ich werde dich nie vergessen, Corey. Ashki wird dich vermissen. Eines Tages komme ich ihn besuchen. Nein, wir wollen nicht übertreiben. Wobei sie ein sehr schönes Pärchen wären, das muss man zugeben. Hey, Jody! Oh! Du hast nicht gedacht, du müsstest laufen, oder? Ach, wie schön. Ach, wie süß. Hat ziemlich gedauert, aber ich habe es zum Laufen gebracht. Das ist ja schön. Ist deins. Na los. Sieh es als kleinen Dank an. Das ist ja cool. Dankeschön. Wow, aufs erste Mal. Hä? War das jetzt ein Fehler im Spiel? Oder waren das die Geister? Ich glaube, das waren die Geister. Sie haben eine Trophäe verdient, Medizinfrau. Warum Medizinfrau? Jetzt kommt es zu dem Kapitel Trennung. Bereit? Oh. Ja. Mit langen Haaren. Cole? Okay, ich nehme auf. Konzentrier dich jetzt, Jody. Du musst mir sagen, ob du etwas Bestimmtes spürst bei einem dieser Objekte. Alles klar. Kannst du was sehen, Aiden? Okay. Danke, das klingt echt total schön. Mach's auf. Jody. Alles okay? Ja. Mir fehlt nichts. Konntest du was sehen? Erzählen. Da war ein kleines Mädchen. Es war ihre Spieluhr. Laura. Was ist mit ihr?
Ja? Nathan? Okay, ich sag's dir. Lass mich raten, hätten wir jetzt nicht erzählt, Nathan, hätten wir uns die anderen Gegenstände anschauen Jemand namens dürfen. Ryan Clayton will dich sehen. Er sagt, du weißt, worum es geht? Ja. Ich bin gleich wieder da. Okay. Können wir uns die anderen Figuren auch noch anschauen? Nein, wir scheint nicht. Dann werden wir dieses Ding hier mal absetzen. Uns mal umschauen. Ich muss gestehen, dass hier die langen Haare gar nicht so stehen hier. In diesem Fall. Ich hoffe, es wird nicht so spät. Ich habe tonnenweise Hausaufgaben auf. Nathan beschwert sich über jede schlechte Note, aber er behält mich immer hier, wenn ich eigentlich lernen sollte. Diese Diskussion führst du bitte mit ihm, Prinzessin. Dass du mich immer noch Prinzessin nennst? Na komm, setzen wir uns hin hier. Können wir ihm denn noch irgendwas erzählen? Mit einem Umschauen geht nicht. Sag mal, gesprächig bist du ja nicht gerade. Dauert das noch lange? Ganz ruhig, Prinzessin. Er kommt gleich wieder. Naja, das sagst du. Ich hab so einen Hunger. Man ist in Pause. Ja, ich habe auch Hunger. Wir müssen mit Nathan mal irgendwo anders hin. Irgendwas Feines. Ständig dieser Cafeteria-Fraß. Hört sich gut an. Ich finde, Nathan macht... Ich weiß nicht, also... Er ist in letzter Zeit seltsam drauf. Er versucht gerade, Geld für das Labor zu bekommen. Vielleicht macht er sich Sorgen. Du weißt, wie er ist. Weißt du, wer der Kerl ist, der Typ bei Nathan? Keine Ahnung. Ist ja nicht sonderlich gesprächig. Oh, aber jetzt können wir endlich... Hören Sie. Ich hab's ja noch nicht gesagt. Ich brauche noch etwas mehr Zeit. Nein. Professor Dawkins, Sie muss heute mitkommen. Das ist mein Auftrag. Gott, sie ist doch noch ein Kind. Mein Assistent und ich, wir sind die einzige Familie, die sie hat. Sie hat doch keine Ahnung von dem, was draußen ist. Klar. Dawkins, ich verstehe, was Sie meinen. Wieso drehst du dich jetzt im Ernst? Aber Auftrag ist Auftrag. Bringen Sie sie zu mir oder muss ich sie holen? Armer Nathan. Na toll. Meinen Kerl kennen wir ja. Jody, kannst du mal herkommen, bitte? Okay, dann schauen wir mal. Ich meine, ich denke, wir wissen ja bereits, was wir machen sollen, müssen. Was ist denn los, Nathan? Ist was passiert? Jody, das ist Ryan Clayton von der CIA. Die Agency will dich als Teil ihres militärischen Schulungsprogramms in Camp Peary. Ryan wird sich ab jetzt um dich kümmern, Jody. Du musst mitgehen, Kleines. Müssen? Heute. Das verstehe ich nicht. Warum ich? Unsere Einheit hier. Wir unterstehen auch der CIA. Sie haben deinen Fall verfolgt, seitdem du hier bist. Sie wissen, wozu du und Aiden fähig sind. Bin ich vielleicht ein Spielzeug? Irgend sowas wie ein Testobjekt? Hast du vielleicht schon mal überlegt, was ich will? Ich weiß. Es ist schwierig, aber du musst es verstehen. Das ist eine großartige Gelegenheit für dich. Du kannst der CIA sagen, die können mich mal, denn ich werde hier nirgendwo hingehen. Scheiße, hören Sie, Miss Holmes. Ich habe keine Zeit für Ihren lächerlichen, kindischen Blödsinn. Okay? Sie können Gift verspritzen, wie Sie wollen, aber Sie werden machen, was man Ihnen sagt. Geh und fick dich doch.
Das war's. Wir gehen sofort. Das hätte ich jetzt nicht gemacht. Einen. Jodie, stopp, und zwar sofort. Ich hole schnell mein Zeug. Das ist mies. Nur das Nötigste. Halt doch deine Klappe. Alles andere ist in Camp Perry. Wahnsinn. Kameras so lange mal ausschalten. Okay. Hier ist auch noch eine Kamera. Wir haben lange genug zugeschaut. Ist sonst noch irgendetwas? Komm, Jodie. Ich denke nicht, dass wir jetzt packen. Wir nehmen uns jetzt die Zeit, die wir brauchen. Wir können uns doch kreuzweise. Hier dein Teddy. Kannst du den nehmen? Ach, Jodie. Können wir den nicht nehmen? Müssen wir jetzt wirklich ernsthaft unsere Sachen packen? Ist doch nicht fair. Komm schon, Aiden, du musst doch irgendwie was machen können. Man kann sich abreagieren. Ob das ist, was wir wollen? Ich weiß es nicht. Hier ist noch eine Kamera. Jetzt ist mal Schluss mit diesen ganzen Kameragedöns hier. Okay, zumindest ist hier niemand. Können wir noch irgendetwas machen, um es Jodie zumindest ein bisschen leichter zu machen? Ich weiß nicht. Was bringt uns das? Wir können hier jetzt zerstören, okay. Hier ist noch eine Kamera. Jetzt ist mal Schluss hier. Wenn sie sehen, dass sie das nicht mit uns machen können. Vielleicht begreifen sie dann, was sie hier anstellen. Das blöde Gedudel machen wir hier auch mal aus. So. Das gibt's doch nicht. Können wir denn nichts machen, um das irgendwie aufzuhalten? Ich meine, das ist ihr Zimmer. Muss doch hier noch irgendwas geben, was wir machen können. Können wir hier irgendwas machen? Nein, hier gibt es keinen Weg durch. Das heißt, wir nehmen jetzt unsere Tasche und dann ist es einfach vorbei. Dann sind wir weg von hier. Wirklich? Das glaube ich nicht. Oh, ein Foto. Nein, wir stecken es in die Tasche. Wir machen es nicht kaputt. Ich denke, das andere wäre zum Kaputtmachen gewesen. Komm, aber unseren Teddy stecken wir ein. Ich hoffe, wir können den einstecken. Ja, können wir. Komm, du bist zwar schon groß, aber den nimmst du mit. Auch wenn es hieß, das Wichtigste, aber was können die schon entscheiden, was das Wichtigste ist? Das können die gewiss nicht entscheiden. Hier haben wir unser Radio. Nee, entfernt. Ach, die beiden. Ja, auch das packen wir ein. Nein, 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 pack das doch ein. Ach, Jodie, pack es doch ein. Willst du es wirklich da lassen? Es tut mir leid. Ich dachte eigentlich, wir könnten es mitnehmen. Ich finde das ganz schön fies, wie sie mit ihr umgehen.
Haben wir denn hier drin noch irgendetwas, was wir mitnehmen können? Okay. Hier scheint, gibt es hier drin dann auch nichts mehr. Nathan wird ziemlich böse schauen, wenn er, was heißt böse, ziemlich traurig sein, wenn er sieht, dass wir das Foto nicht mitgenommen haben. Aber man kann nicht alles immer richtig machen. Haben wir dann jetzt alles, Jody? Komm, jetzt sei ein starkes Mädchen. Wir gehen jetzt. Egal, wie schwer es uns fällt. Möchtest du noch nicht gehen? Haben wir noch etwas vergessen? Wir haben scheinbar irgendetwas vergessen, was wir noch mitnehmen könnten. Oh, hier ist noch ein Schrank. Ach so, natürlich, wir brauchen Klamotten. Jetzt komm schon, beruhig dich doch ein bisschen. Haben wir jetzt alles? Na, ich denke, wir sollten gehen. Keine Sorge. Du machst das sicher gut. Mann, du wirst mir hier so sehr fehlen, Prinzessin. Ich komme dich besuchen, sobald ich kann. Ich lass dich nicht im Stich. Das weißt du, oder? Ich werde immer für dich da sein. Das ist doch das Mindeste, was du machen kannst. Wir müssen los. Ja, da ist ganz schön viel passiert jetzt in dieser Folge. Ein ganz schönes Gefühlsauf und Ab und Chaos, was da teilweise herrscht. Dieses Spiel beherrscht es wirklich, einen sehr zu manipulieren mit den Gedanken. Und man merkt, dass die Entscheidungen oftmals sehr, sehr schnell sich auswirken. Das echte Videoaufnahmen? Ja? Jody. Hey, hier ist Ryan. Ryan? Hast du meine E-Mail bekommen? Welche E-Mail? Die von vor 3 Tagen. Also ich habe gerade Probleme mit meinem Computer. Was stand in der Mail? Essen. Heute schickes Restaurant. Naja, heute ist es zu spät dafür. Vielleicht ein andermal? Scheiße, tut mir echt leid. Warum kommst du nicht einfach nachher zu mir zum Essen? Du wolltest doch sowieso mein Apartment mal sehen, also... Klar, aber... Wie wer es so macht? Okay, ja, ich bringe uns einen super Wein mit. Bis später. Jetzt würde mich interessieren, ist der Laptop kaputt, weil wir ihn vor ein paar Folgen kaputt gemacht haben? Was ist los? Ich weiß, du warst das mit meinem Computer. Oh. Dir ging's um diese Mail von Ryan. Entschuldigung. Das geht dich nichts an, Aiden! Ich kann tun, was ich will.
Mischt sich Aiden so sehr in ihr Leben ein? Verdammt! Verdammt! Wir fangen das nicht wieder an! Ich gehöre nicht dir, Aiden! Ich kann Beziehungen haben, mit wem auch immer ich will! Das ist mein Leben! Hörst du mich, verflucht nochmal? Das ist mein Leben! Weißt du was? Zufällig finde ich Ryan echt gut! Er ist charmant, er ist intelligent, er ist witzig! Und ich glaube, ich habe mich verliebt. Ja. Ja, doch, ich weiß, was damals passiert ist in der Bar. Vielen Dank, dass du mich daran erinnert hast. Ryan ist nicht so ein Kerl. Okay. Okay. Es ist 7 Uhr. Ich habe eine Stunde und mach Dinner, räum hier auf und mach mich noch hübsch. Du bist doch so schon hübsch. Alles klar, dann wissen wir ja, was zu machen ist. Aber das machen wir leider in der nächsten Folge. Deswegen verabschiede ich mich hier, sag Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.